So, dann wollen wir einmal schauen, ob wir diese Batterien, die hier drin sind, beziehungsweise Akkus, recyceln können. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Inhalt dieses Akkus rankomme, aber ich glaube, es kann nicht schaden, erstmal an der Seite die Aufkleber wegzuschneiden. So. Und so. Und bevor ich jetzt an das Gerät gehe, nehme ich erstmal meine Schutzbrille, setze die auf und ganz wichtig, versuche das lieber nicht zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut ist, was ich hier mache. Trotzdem, ich will mal schauen, ob ich da reinkomme. Also hier finde ich einen Ansatzpunkt. Ah, es bricht. Ja, zweiter Schraubendreher kann nicht schaden. Besonders wenn der Akku noch geladen ist, könnte hier natürlich einiges an Energie frei werden. So, schauen wir mal. Ja, war glaube ich nicht so gut. Gut. Offensichtlich nicht dafür gedacht, dass man sie öffnet. Akkus zum Eingriffgebrauch eingeschweißt. Oh, und man sieht, unter dem Akkupack ist noch ein Akkupack. Das ist ja super. Aha. Ja, die erste Hülle ist weg. Und der Akku ist immer noch nicht wirklich sichtbar geworden. Ich muss mit einem dünneren Schraubendreher rankommen. Hier sind so kleine Laschen. Kann man die vielleicht aufhebeln? Aha, da passiert was. Da auch. Auch da. Das sieht doch aus, als ob man da irgendwo rankommt. So. Wie gesagt, besser nicht nachmachen. Außer ihr habt mehr Ahnung als ich, was ihr tut. Aha. Das sieht doch schon nach dem aus, was ich haben möchte. Akkus. Die sollen hinterher hier rein und wieder ein neues Batterieladegerät ergeben. So. Nicht an die elektrischen Kontakte kommen. Nicht die Zellen beschädigen. Alles verklebt. Also nehme ich mal eine Zange. Ich habe doch hier ein Stück eine Kombizange. So. Kombizange. Kombizange. Na, da muss es eine bessere Wege geben, denke ich mir. Aber ich finde gerade keine. Ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Das schon mal besser gehabt. Im Falle eines Falles hier vor Gewalt. Ah.
Da hat sich was bewegt. Und hier sind elektrische Anschlüsse zutage gekommen. So. Aha. Wie ihr seht, so einfach sind die Akkus ausgebaut. Jetzt muss ich sie nur noch darüber setzen. Jetzt ist es bei diesen Akkus so, dass die untereinander verklebt sind. Ich könnte das jetzt ablöten, aber statt abzulöten, nehme ich auch einfach die Zange und rupfe das brutalst hier runter. So, aufpassen, dass man keinen Kurzschluss fabriziert. Auch hier ist natürlich... So, wie ihr seht, ich habe die ersten Akkus gelöst und dann kann ich den hier reinsetzen. Hier ist noch ein bisschen Kleber dran und hier ist noch ein bisschen ein Rest, den ich auch nicht haben möchte. Ich weiß gar nicht, wie die das festgemacht haben. Und ihr habt gesehen, es hat schon einmal geblinkt. Wenn ich genug eingesetzt habe, ist meine Powerbank fertig. Also restlichen auseinanderrupfen. Ja. Mache ich das jetzt nochmal schnell. Kann ja immer noch sein, dass wir irgendwo hier noch live eine kleine Explosion oder ein Feuerchen haben. Also. Aber vielleicht kriege ich es auch hin. Ich hoffe eigentlich, dass ich das hinkriege. Ohne irgendwelche großen. So, er hat das geklebt. So weit, so gut. Dann. Hier, das kann ich einfach. Tatsächlich einfach runterreißen. Naja, so einfach wie es halt geht. Und den. Wie gesagt, aufpassen, dass man keinen Kurzschluss fabriziert. Wird immer schwieriger, je mehr man hier rumfliegen hat, natürlich. Sagen könnte, was das für ekliges weißes Zeug ist, was da dran klebt. Auch dankbar. So, 1, 2, 3. Rein. Hier ist noch ein bisschen was, was weg muss. Ein Aufkleber. Job. Hier sind noch Reste. Wie gesagt, ich sag's nochmal, nicht zu Hause nachmachen. Außer ihr wisst, was er tut. Auf eigene Gefahr. Dann fehlen noch drei. Und wir nähern uns dem Ende. So. Ist ein bisschen Kleber dran. Naja, der stört auch nicht. So. Und dann gucken wir mal. Sogar noch zu 72% geladen. Also, ihr seht, verbrauchte Energie. Da ist sogar noch ganz schön was drauf gewesen.
ist wahrscheinlich sinnvoller, das zu machen mit entladenen Akkus. Aber ich habe keinen Laptop mehr gehabt, um zu gucken, ob da noch was drauf ist. So, klack, klack, klack. Und fertig ist die Powerbank. Tada!